Sottle, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses geniale, super einfach zu bauende Aquariumhaus bauen kannst. Und ich würde sagen, wir fangen damit jetzt auch direkt an. So, für den ersten Schritt unseres Aquariumhauses machen wir folgendes. Wir nehmen Sand und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lang. Warum ist das so laut? Weil ich meinen Kopfhörer laut habe. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoch, ja. Das machen wir hier komplett zu. Nicht wundern, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht bei mir, ja. Weil ich gerade eine Preview-Version von Optifine für die 1.15 drin habe. Deswegen ist das noch nicht so ganz in Ordnung, ja. Jetzt machen wir hier den ganzen Gras weg. Das ganze Gras. Ich glaube, ich muss das wieder ausmachen. Das sieht ja furchtbar aus. Oder was sagst du? So, machen das alles weg und machen das voll Sand. Also dran denken. 12 mal 9 Gras weg und voll Sand machen. So, hast du den Boden 12 mal 9 mit Sand ausgelegt? Machen wir folgendes. Und zwar machen wir jetzt einmal eine Reihe drumherum hier so nochmal weg. Kompletti. Die dann mit. Ja, so, mit weißem Beton ausgelegt wird. Wir haben jetzt einmal so einen weißen Kreis bzw. ein weißes Betonquadrat um unseren Sand drumherum. Jetzt brauchen wir Holzbretter. Ich nehme hier Akazie. Du kannst wieder wie immer nehmen, was du möchtest. Gehen hier in die Ecke, einen so schräg hoch und fangen hier an. 1, 2, 3. Die beiden können wieder weg. Und das machen wir jetzt an jeder Ecke. Hier so schräg. 1, 2, 3. Die beiden weg. Hier dasselbe an der Ecke. Hier hin. 1, 2, 3. Die beiden unteren weg. Und verbinden das jetzt komplett hier einmal mit Holz. Das war Schritt 1. So, für Schritt 2 machen wir jetzt folgendes. Wir nehmen uns Treppen und gehen an eine der beiden langen Seiten. Welche ist egal, wo du möchtest. Wir gehen jetzt hier hin, lassen einen frei und machen hier 1, 2, 3 Treppenstufen hin. Hier drunter können wir wieder den Beton machen. Nochmal 3 Treppenstufen und dann hier unten 3 Treppenstufen, so dass wir an unser Haus oben auch drankommen. Machen das hier unten so komplett zu, dass wir eine komplette Treppe haben. Nehmen jetzt Glas und jetzt sollte es eigentlich 1, 2, so auf der Höhe so einmal rund mit Glas zugemacht werden. Das ist genau auf der Höhe von unserer Holzplattform ist, in der wir gleich unser Haus bauen wollen. Ja? Also jetzt einmal komplett über den weißen Beton 3 hoch Glas machen, so dass alles geschlossen ist. So, einmal komplett drumherum zu. Jetzt können wir hingehen mit unserem Wassereimer schon mal hier rein und müssen jetzt hier drunter alles komplett mit Wasser voll machen. Ja? Also so einmal hier im Kreis drumherum gehen, alles mit Wasser dicht, dass wir hier unten natürlich auch Wasser haben, weil es soll ja ein Aquariumhaus sein und wir wollen natürlich auch Fische und so weiter hier drin haben. Dementsprechend muss hier alles so komplett zu sein. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne irgendwo wieder ein Loch drin zu haben. Ihr kennt mich ja. So, guckt hier zum Beispiel, da fehlt noch was. Haben wir es jetzt? Guckt, da hinten ist noch ein Loch. So, wunderbar. Das heißt, hier unten haben wir jetzt komplett Wasser. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt können wir hier oben das noch so komplett zumachen auf der Höhe. So. Alles zu. So können wir halt Stück für Stück, Etage für Etage das Aquariumhaus bauen. Jetzt gucken wir mal. Blubbel die Blubbel, alles zu. Hier noch was irgendwo? Vergessen? Scheint nicht so.
Ich sehe nichts mehr. Jetzt kann man hingehen und haben wir Seegurken. Guck, dann können wir noch ein paar Korallen nehmen. Wie wäre es hiermit und damit? So. Könnten wir die dann hier so hinstellen. Ein paar Korallen hier, da und dort. Kann man eigentlich auch mehrere stellen. Das sieht scheiße aus. So. Ein paar gelbe. Auch noch die anderen Korallen. Wir hatten doch auch noch rote. Na, guck, wir haben auch noch rote. Das ist gut. Und rosane. Nehmen wir die noch hier überall so hin. So. Noch ein paar rote. Sehr schön. Können wir so nehmen. Und jetzt können wir schon Fische nehmen. Nehmen wir mal einfach Tropenfische. Dann ist hier unten nämlich schon alles. So. Hier unten alles zu. Und die Kollegen haben ihr Aquarium. Das war der zweite Schritt. Jetzt fangen wir an, hier oben zu bauen. So, im dritten Schritt gehen wir jetzt hin und machen uns hier eine Tür. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Machen das hier zu und müssen jetzt das Glas einmal komplett drumherum wieder auf dieselbe Höhe ziehen. Ja? Heißt, hier wieder so hoch. So, haben wir das, machen wir dasselbe jetzt nochmal hier innen, ja, also hier auch. Dass alles auf dieser Höhe ist. Jetzt gehen wir hin, machen hier Wasser rein. Nochmal so. Das geht ja dann runter, dann können die Fische auch hier hochschwimmen. Wir machen direkt alles zu. Haben wir, glaube ich, einen vergessen, ne? So, ist das hier auch so. Jetzt haben wir schon eine Etage höher. Jetzt können die bis hier oben hinschwimmen. Als nächstes muss hier noch eine Etage drauf. So, dass wir hier unser Dach machen können. Und guck mal, wo die Fische schon alle rumschwimmen. Ich hoffe, die springen jetzt nicht raus. Das wäre doof. So, hier eine Etage drauf. Hier machen wir jetzt unser Dach drauf, weil wir wollen ja nicht absaufen. Das soll ja zubleiben. Warum baut er immer einen zweiten da unten hin? So. Hier alles zu. Dass wir unser Dach haben. Jetzt haben wir hier drin schon mal unser Haus. Müssen jetzt raus natürlich. Gehen hier hin. So, das muss natürlich auch wieder alles auf dieselbe Höhe. Haben sogar einen Fehler gemacht. Aber das ist gut. Dann können die jetzt nicht raushüpfen. Alter Falter. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Hier hin. So nochmal alles zu. Gehst du. Nein. So. Das, was hier so ist. Jetzt müssen wir das hier nochmal höher machen, weil wir es ja einen zu niedrig gemacht haben. So, und der muss weg. Hier nochmal alles Wasser hin. So, weil wir wollen das Haus komplett unter Wasser haben. Ja, das heißt, hier oben drauf soll auch noch Wasser. Dementsprechend, weißt du, was jetzt kommt? Wir müssen nochmal eine Reihe hier drauf machen, ja. Bleibt bloß hier drin, Freunde. Bleibt hier drin. Nicht raushüpfen. So. Alles Glas drauf. Sehr schön. So. Haben wir überall Glas drauf. Passt. Wunderbar. Jetzt können wir nicht wieder mit unserem Wassereimer hingehen und hier alles zumachen. Rundherum. Man sieht schon, jetzt ist das Dach auch komplett zu hier. Ja? Haben wir irgendwo was vergessen? Nein, sieht wunderbar aus. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Stufen und zwar wieder aus glattem Quarz oder was das hier ist. Machen einmal so rundherum alles zu und mit den Quarzstufen noch ein Dach drauf. Das zeige ich dir jetzt nicht. Ich denke, du weißt, wie es geht, ja? Jetzt hier so überall Quarz, 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 ein Dach drauf. So, hast du das Dach fertig, kannst du, wenn du magst, mit denselben Stufen auch noch hier einmal außen am Rand drumherum so einen Rand machen. Ich finde, das sieht schöner aus. Ich habe es jetzt mal gemacht, du musst das natürlich nicht. Dann haben wir hier noch, wenn wir jetzt reingehen, sehen wir, hier rechts in der Ecke haben wir eine Falltür mit einer kleinen Leiter. Das heißt, wir können hier runter und da ein bisschen was machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Seetang gepflanzt und ein paar mehr Fische gemacht, dass die hier überall rumfliegen. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Einrichten. Ja, okay, das wollten wir eigentlich nicht. So, wir machen mal gerade
clear hier, dass wir Platz haben. Wir brauchen natürlich erstmal eine Tür, eine ganz normale. Die nehmen wir mal hier, eine Fichtenholztür. So, dass das auch zu ist. Ich meine, man sieht uns so oder so hier. Ne? Wir brauchen ein Bett. Das können wir in die Ecke stellen. Wo können wir das hinstellen? Sagen wir mal hier mit einer kleinen Treppenstufe. So, die abgerundet ist nach da als Nachttisch. Da könnten wir eine Laterne draufstellen. So, jetzt könnten wir Ofen brauchen. Und zwar sagen wir mal einen Räucherofen und einen Schmelzofen. Könnten wir hier so in die Ecke stellen. Zwei Stück. Mit vielleicht kleinen Truhen daneben. So einzelne. Nein, große Truhen. Hier so eins, zwei. Die obere geht auch noch auf. Wunderbar. Das heißt, man könnte hier vielleicht noch so eine kleine drüber stellen, dass man eine komplette Truhenwand samt Öfen hat. Wir könnten jetzt hingehen und noch einen Zaun nehmen, zum Beispiel als Tisch hier so. Setzen wir den mal hier hin, setzen dann eine Druckplatte drauf. So, das ist ja easy peasy, das kennt ja mittlerweile jeder. Jetzt könnten wir noch, was könnten wir noch nehmen? Wir könnten ein Gerüstblock nehmen als Stuhl. So, und noch eine Falltür. Gucken wir mal, ob das geht. Das müsste eigentlich gehen, oder? Jetzt einen Gerüstblock hier hinstellen, obwohl der ist zu hoch, ne? Der ist zu hoch. Der Stuhl ist eindeutig zu hoch. Schade, dann nehmen wir doch wieder eine Treppe. Einfach so. Dann brauchen wir das gar nicht. Jetzt hätte ich nämlich gesagt, nehmen wir einen Gerüstblock als Tisch. So, wir können aber noch ein Stück Zaun hier hinstellen und noch ein bisschen Grünfutter dran machen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Grün. Was könnten wir hier hin machen? Hier könnten wir noch ein Bücherregal hin machen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 1. So, und jetzt könnten wir noch ein bisschen Licht machen, indem wir Laternen nehmen. Die haben wir doch schon hier, ich Experte. Die könnten wir jetzt hier so draufstellen oder eine hier hinhängen. Da steht eine. Wobei, das ist mir schon ein bisschen zu tief, muss ich sagen. Obwohl, man kommt noch drunter her. Und jetzt noch ein bisschen Teppich, um das Ganze zu verschönern. Nehmen wir mal Blau und Gelb so. Nehmen wir wieder die altbekannten Muster. Zwei und dann eins, zwei und so. Haben wir noch einen kleinen Teppich hier drin. Und fertig ist das kleine Aquariumhaus. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.